Nun haben wir es schwarz auf weiß. Was denn? Greta wird groß, hier steht es. Kinder, die dieses Jahr 6 werden, müssen in der Schule angemeldet werden. Ach so, ich dachte schon. Das weiß ich doch. Und ich auch. Mama hat mir schon gesagt, dass wir bald zur Schulanmeldung müssen. Meine kleine Greta geht zur Schule. Papa, ich bin nicht mehr klein. Ja, schon gut. 2 Wochen später. Ach nein. Wartet mal kurz. Was denn? Ich glaube, ich habe die Schulanmeldung vergessen. Nein, hast du nicht. Du hast sie eingesteckt. Ach ja, stimmt. Hier habe ich sie. Sag bloß, du bist nervös. Ach Quatsch, ich doch nicht. Hallo Heinrich. Seid ihr auch wegen der Schulanmeldung hier? Ja klar. Ich habe ja so gar keine Lust auf die Schule. Ich schon, ich freue mich schon voll. Ich weiß ja nicht, aber vielleicht kommen wir in eine Klasse. Das wäre super. Mal sehen. Mama, da macht jemand Musik. Kann ich mir das mal ansehen? Ja klar, Greta. Das wird der Musikunterricht sein. Toll. In der Schule macht man auch Musik. Ja, Greta. In der Schule lernt man nicht nur Schreiben, Rechnen und Lesen. Man macht auch Sport, Musik. Man malt, man bastelt. Ihr werdet ganz viele tolle Sachen machen. Das will ich auch machen. Zur Anmeldung müssen wir in den ersten Stock. Die Nächsten bitte. Jetzt sind wir dran. Hallo. Hallo, unser Name ist Jansen. Hallo Familie Jansen. Und wer bist du? Ich bin Greta. Hallo Greta. Habt ihr denn die Anmeldeformulare dabei? Ja, hier bitte. Danke, ihr habt ja schon alles super ausgefüllt. Und mit wem möchtest du in eine Klasse, Greta? Mit meiner besten Freundin Laura. Geht das denn? Na, ich denke, das kriegen wir hin. Das wäre super. Das war's schon, wir sind fertig. Sie müssen nur noch zur Schuluntersuchung. Da bekommen Sie aber einen extra Brief. Alles klar, vielen Dank. Einen Monat später. Mama, was muss ich bei der Schuluntersuchung machen? Und kriege ich eine Spritze? Nein, Greta, eine Spritze gibt es definitiv nicht. Die Schulärztin wird dich untersuchen und mit dir sprechen, um rauszufinden, ob du zur Schule gehen kannst. Aber ich kann zur Schule gehen, das weiß ich. Ich kann schon bis 10 zählen. Ja, aber die Ärztin kennt dich nicht und weiß das nicht. Deshalb gehen wir dorthin. Ach, sieh an, so ein Zufall. Heinrich ist auch da. Wie geht's euch denn so? Uns geht's gut. Und selbst? Ja, auch. Wir sind zufrieden. Wie läuft es denn mit eurem neuen Hund? Ach, da kann ich dir Geschichten erzählen. Psst, Greta. Was denn, Heinrich? Wieso flüsterst du? Du musst leise sein. Ja, was ist denn? Ich habe keinen Bock auf die Schule. Ich will lieber weiter in den Kindergarten gehen. Deshalb werde ich alles falsch machen bei der Ärztin. Dann wird sie mich im Kindergarten lassen. Also ich freue mich auf die Schule. Schön für dich, ich nicht. Aber wie willst du sowas anstellen? Erwachsene merken sowas. Das kriege ich schon hin, wirst du sehen. Greta, du darfst mit mir kommen. Die Mama darf natürlich auch mit. Also Greta, als erstes schauen wir mal, wie groß du bist. So, 1,20 Meter. Prima. Jetzt gucken wir mal, wie gut du sehen kannst. Was für ein Zeichen siehst du hier? Ein Elefant. Und hier? Ein Schaukelpferd. Und hier unten? Ein Fisch. Wunderbar. Kannst du denn schon deinen Namen schreiben? Na klar, soll ich dir das mal zeigen? Ja, bitte. Hier. Prima, das kannst du ja schon ganz toll. So, hier siehst du eine Bildergeschichte. Und du erzählst mir jetzt, was du da so siehst, ja? Also, ich sehe ein verbrenntes Haus. Irgendwer ruft die Feuerwehr an. Die Feuerwehr macht sich bereit, um das Haus zu löschen. Bitte stell dich mal hier hin, damit ich dich messen kann. Nicht klein machen, Heinrich. Gerade stehen bitte. Ja. 1,25 Meter. Als nächstes machen wir einen Hörtest. Du hebst die Hand, wenn du einen Ton hörst, okay? Okay. So, es geht los. Komisch. Hörst du gar nichts? Nee. So. Dann muss ich wohl ein anderes Gerät holen und dann fangen wir wieder von vorne an. Nee, nicht nochmal von vorne. Ich kann nichts hören. Aber mich hast du eben sehr gut gehört. Na gut, okay, ich hab was gehört. Dann wiederholen wir das nochmal. So, Greta, ich lege dir hier Edelsteine hin. Kannst du mir sagen, wie viele es sind? 2. Und jetzt? 4. Sehr gut.
Heinrich, schau mal, hier ist eine Bildergeschichte. Erzählst du mir, was du dort siehst? Naja, wenn's denn sein muss. Ein Haus, Feuerwehr, Feuer, ein Kind. Das war's. Heinrich, das kannst du aber besser. Habt ihr Haustiere? Ja, ein Hund. Oh, wie heißt der denn? Peppi. Oh, wie süß. Und wie lange habt ihr Peppi schon? Noch nicht so lange. Wir haben ihn aus dem Tierheim geholt. Und ist Peppi schön brav? Nee, nicht so ganz. Nicht? Und was macht er denn? Er macht ständig irgendwo seine Haufen hin. Oh nein, das ist aber nicht so schön. Nein, aber er macht es nicht mit Absicht. Er muss sich erst an uns gewöhnen. Ja, das kann sein. Na gut, ich denke, ich habe genug gehört. So, Heinrich, eine letzte Aufgabe habe ich noch. Wie viele Edelsteine liegen hier? 2 natürlich, das sieht doch jedes Baby. Oh, schade. Hätte ich mehr, hätte ich dir einen geschenkt. Aber da es ja nur 2 sind, geht das leider nicht. Nee, es sind 4 Edelsteine, 4. Ach, sieh mal einer an, es sind 4. Dann darfst du dir einen Edelstein mit nach Hause nehmen. Oh cool, danke. Also, abschließend kann ich Ihnen mitteilen, dass Heinrich schulreif ist und zur Schule gehen darf. Oh, das ist schön. Irgendwie hat mein Plan nicht so funktioniert. So, wir sind mit der Untersuchung fertig. Und ich kann Ihnen mitteilen, dass Greta schulreif ist und zur Schule gehen darf. Ach, das freut mich. Juhu, ich darf zur Schule gehen! Wir können jetzt nach Hause, Greta, wir sind fertig. Können wir noch kurz auf Heinrich warten? Ja, von mir aus. Und Heinrich, hat dein Plan funktioniert? Nö, irgendwie nicht, ich muss doch zur Schule. Ist das nicht doof? Ach komm schon, das wird bestimmt lustig in der Schule. Oh Heinrich, hast du heute deinen Ranzen mitgebracht? Ja, den haben wir gestern gekauft und ich wollte ihn mal zeigen. Der sieht richtig cool aus. Den kannst du später in der Morgenrunde ausgiebig vorführen, okay? Das mache ich. Passend zum Ranzen habe ich zu Hause auch noch einen Sportbeutel. Und den Sticky hier kann man abnehmen und einen anderen draufkleben. Das ist echt praktisch. Wer von den Schulis hat denn auch schon einen Ranzen zu Hause? Ich habe auch schon einen zu Hause. Bringst du den auch mal mit? Kann ich machen. Mama, wann kaufen wir meinen Ranzen? Im Kindergarten haben schon alle Schulis einen. Und Heinrich hat sogar heute seinen mitgebracht und gezeigt. Oh ja, Greta, den müssen wir wirklich bald besorgen. Das habe ich irgendwie total verschwitzt. Können wir ihn morgen kaufen? Ja, warum nicht? Morgen habe ich Zeit. Das machen wir. Oh, super cool. Ich freue mich. Ich möchte gern einen mit meiner Lieblingsfarbe haben. In Türkis? Genau. Wir müssen mal schauen, ob es einen Ranzen in Türkis gibt. Endlich bekomme ich auch einen Ranzen. Ich freue mich so. Na, dann wollen wir mal schauen, was die hier so haben. Guten Tag. Guten Tag. Kann ich Ihnen helfen? Wir schauen erstmal, danke. Ist in Ordnung. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie etwas brauchen. Das machen wir. Oh, die Taschen sind ja toll. So eine hätte ich gerne. Greta, du weißt schon, warum wir hier sind. Wir sind nicht hier wegen einer Tasche. Wir wollten einen Ranzen kaufen. Aber eine Tasche kann ich gut gebrauchen, Papa. Wofür brauchst du denn eine Tasche? Wenn ich zum Beispiel zum Bäcker gehe, da kann ich dann das Geld reintun. Siehst du? Ja, das stimmt, da hast du recht. Aber trotzdem kaufen wir heute erstmal den Ranzen. Oh, die Einhorntasche, die ist ja cool. Die will ich haben. Greta, keine Tasche, Ranzen. Ja, ist ja gut. Guck mal, Greta, der ist doch toll. Mama, rosa ist nicht mehr meine Lieblingsfarbe. Ja, stimmt ja. Und der hier, der ist doch mega cool. Den hätte ich mir gekauft. Blau mit einem Fußball? Der ist doch für Jungs. Außerdem hat Heinrich so einen. Okay, verstehe ich. Und was ist mit dem? Nö, mag ich nicht. Mama, das ist er. Das ist mein Ranzen. Den möchte ich haben. Genauso einen habe ich mir gewünscht. Naja, dann setz ihn doch mal auf. Dreh dich mal. Der ist super. Oh ja, aber darf ich mal kurz? Ja, klar. Ich stelle ihn mal richtig ein. Jetzt sollte er noch besser passen. Ja, stimmt. Jetzt passt er besser. Den möchte ich, Mama. Bitte. Na, dann kaufen wir ihn. Ist doch klar. Das ist eine sehr gute Wahl. Es ist auch der letzte in dieser Farbe. Die ist sehr beliebt zurzeit. Das macht dann 180 Euro. Wo ist denn mein Bargeld? Oh Mist, ich habe das Geld zu Hause vergessen. Kann ich mit Karte bezahlen? Oh, leider nicht. Unser Lesekartengerät ist derzeit kaputt. Dann müssen wir wohl vorher das Geld holen. Dann müssen wir jetzt schnell zur Bank. Muss ich den Ranzen hier lassen? Ja, Greta, wir müssen erst Geld holen.
Ich bin gleich wieder da, keine Sorge. Wir sind gleich wieder da. Ist gut. Oh Mann, was dauert das denn so lange? Es dauert so lange, wie es dauert. Könnten Sie sich bitte wenigstens ein bisschen beeilen? Wir haben es eilig. Immer mit der Ruhe. Ich lasse mich doch hier nicht hetzen. Na endlich. Jetzt schnell zum Laden, nicht, dass den Ranzen jemand weggekauft hat. Ach Quatsch, so schnell doch nicht. Oh nein, das ist mein Ranzen. Das gibt's doch nicht, das kann doch nicht wahr sein. Dann musst du dir halt einen anderen aussuchen. Es gab doch noch so viele Hübsche da. Nein, Mama, ich will keinen anderen, ich will den. Oh Mann, das ist eine Katastrophe. Mama, mein Ranzen ist so toll. Was, Ranzen? Welcher Ranzen? Na, mein Ranzen, Mama. Du hast einen Ranzen, Greta. Ja, Mama, den haben wir doch gekauft. Ach, Mensch, ich hab nur schlecht geträumt. Was denn, Mama? Ach, ist schon gut. Ich bin erleichtert, dass du deinen Lieblingsranzen hast. Ja, Mama, ich freue mich schon so doll, damit zur Schule zu gehen. Mama, wir müssen jetzt los, sonst kommen wir zu spät zum Kindergarten. Ja, doch. Du hast es heute aber eilig. Ja, weil wir heute in die Schule zum Schnuppern gehen. Ja, Greta, ich weiß, aber wir haben noch Zeit. Ich brauche noch Münzen für das gesunde Frühstück. Die habe ich dir schon eingepackt, hier in der Tasche. Super, ich freue mich schon so. Na, meine Schuli, seid ihr gespannt auf den Schnuppertag in der Schule? Sind wir! Ja. Ja. Na ja, geht so. Lernen wir unsere Lehrerin kennen? Ja, und eure Mitschüler. Cool, ja, juppie! Ja, juppie! Na toll, Schnuppern in der Schule, was soll daran spannend sein? Ich weiß doch schon, wie es in der Schule ist. Langweilig, langweilig und nochmal langweilig. Liebe Kinder, herzlich willkommen in unserer Grundschule. Ich werde jetzt Namen vorlesen und die Kinder, deren Namen ich vorgelesen habe, sind in der Klasse 1a bei meiner Kollegin Frau Zackenzahn. Zacken, Zacken, was? Das kann ich nicht aussprechen. Ja, ich weiß. Ist wie ein Zungenbrecher. Aber mit der Zeit werdet ihr euch daran gewöhnen. Ich finde den Namen lustig. Frau Zackenzahn klingt wie ein Dinosaurier. Ja, stimmt. So kann ich mir den Namen merken. Frau Zackendino. Es geht los. Ben Kaulitz, Laura Tietz, Greta Jansen. Oh, wie schön. Laura, wir sind in einer Klasse. Ja, super. Luisa Möller, Jan Meyer. Und Heinrich Fuchs. Hey Greta, wir sind in einer Klasse. Ja, Heinrich. Dann folgt mir alle mal. Hallo, liebe Kinder. Ich bin Frau Zackenzahn. Und auch ich heiße euch herzlich willkommen in unserer Schule. Das hier wird ab dem Sommer euer Klassenzimmer sein. Und ich möchte euch noch jemanden vorstellen. Kiki, komm schon. Die Kinder möchten dich begrüßen und dich kennenlernen. Ich möchte nicht. Warum denn nicht? Ich traue mich nicht. Bin so aufgeregt. Guck mal, den Kindern geht's bestimmt genauso wie dir. Sie sind genauso aufgeregt. Meinst du? Ja, klar. Na gut, dann komme ich raus. Darf ich euch unser Klassenmaskottchen vorstellen? Das ist Kiki. Hallo, Kiki. Du, Kiki, freust du dich auch auf die Schule? Nicht so richtig, weil ich nicht lesen, nicht schreiben und auch nicht rechnen kann. Kiki, das ist doch nicht schlimm. Das lernt man doch in der Schule. Dafür ist die Schule doch da. Das klappt aber nur, wenn du immer schön fleißig bist und im Unterricht aufpasst. Das mache ich. Das finde ich gut. Aha, was ist denn das? Das gibt es doch gar nicht. Eine Spinne. Na sowas, eine Spielzeugspinne. Da hat mir jemand einen Streich spielen wollen, was? Wie die das wohl hingekriegt haben? Die Idee war auf jeden Fall nicht schlecht. So, dann wollen wir jetzt weitermachen. Hey cool, es hat geklappt. Ja, und wie bekommen wir jetzt die Spinne wieder? Das überlegen wir uns noch. Lass uns jetzt zurück in die Klasse, bevor uns jemand sieht. Das war ja total cool mit der Spinne. Wenn man sowas in der Schule lernt, dann freue ich mich schon auf die Schule. Kiki und ich möchten jetzt gerne wissen, wie ihr alle heißt und was für Hobbys ihr so habt. Nicht wahr, Kiki? Ja, das wollen wir. Was ist denn das? Ein Pupskissen. Wie lustig. Das war bestimmt die Idee der Viertklässler, um euch zum Lachen zu bringen. Hier in der Schule haben wir neben dem Lernen nämlich auch eine Menge Spaß zusammen.
Also mir gefällt es hier. Das freut mich zu hören. Dann wollen wir jetzt mal eure Namen und Hobbys erfahren. Ich bin Greta und mein Hobby ist Malen, Basteln und mit Playmobil spielen. Ich bin Laura und mein Hobby ist mein Meerschweinchen. Ich bin Heinrich und mein Hobby ist Comics anschauen und vorlesen lassen. Oh, Pause, Kinder. Wir machen gleich danach weiter, aber erstmal gehen wir in die Aula und frühstücken zusammen. Habt ihr alle etwas Kleingeld dabei? Wer es vergessen hat, dem gebe ich gerne was. Ich hab was. Ich auch. Ja, ich auch. Prima. Oh Mann, die Brote sind ja alle mit Salat. Ich hasse Salat. Salat ist lecker, Heinrich. Und gesund. Das ist mir egal. Ich will das nicht essen. Wir haben ja nichts anderes. Das nennt sich ja nicht umsonst gesundes Frühstück. Na toll, ich hab doch so einen Hunger. Meine Mutter hat mir nichts anderes eingepackt. Sie hat gesagt, hier gibt es was. Na, das gibt es doch auch. Gut, dann esse ich halt so ein Brot mit Salat, bevor ich verhungern muss. Dann probiere ich das jetzt. Das schmeckt ja, ist gar nicht so trocken wie sonst. Siehst du, Heinrich, man sollte nicht meckern, ohne es zu probieren. Ja, ja, ist ja gut. Eis und Schokolade sind mir trotzdem lieber. Ja, mir auch. Mama, ich geh jetzt los. Hast du dein Brot eingepackt? Ja, hab ich natürlich. Dann wünsche ich dir viel Spaß in der Schule. Tschüss, meine Große. Tschüss. Bist du gleich fertig? Greta putzt sich oben die Zähne, dann können wir los. Ja, ich bin gleich soweit. Es ist schon merkwürdig. Was denn? Na, wie schnell die Kindergartenzeit vorbeigeht. Jetzt geht sie schon bald in die Schule. Ja, das stimmt wohl. Ich bin bereit. Kommen wir los? Na, du kannst es ja kaum abwarten. Ja, natürlich, Mama. Heute werden wir doch rausgeworfen. Das wird bestimmt lustig. Kommt ihr denn zum Zugucken? Na, selbstverständlich kommen wir. Das lassen wir uns doch nicht entgehen. Anna muss aber auch kommen. Ja, sie kommt auch mit. Ach Mensch, das ist das letzte Mal, dass wir dich in den Kindergarten bringen, Greta. Ach ja. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Greta, schön, dass du da bist. Jetzt seid ihr schulisch vollzählig. Hallo Susanne. Wann sollen wir denn nachher da sein? So gegen 14 Uhr wäre super. Hallo Laura. Hallo Greta, ich bin schon so gespannt auf das Rauswerfen. Und ich erst. Tschüss Greta. Ja, tschüss, bis nachher. Guck mal, unsere Ordner liegen schon bereit. Wollen wir unsere Ordner anschauen? Ja, komm nach oben. Erst gucken wir in deinen, dann in meinen. Okay. Oh, da bin ich erst in den Kindergarten gekommen. Da war ich noch total klein. Ja, wie süß. Und hier feiern wir Fasching. Das hat so viel Spaß gemacht. Oh, Greta, hier hattest du dein gebrochenes Bein, weißt du noch? Ja, das weiß ich noch. Das war blöd. Und hier haben wir Lotti Karotti gespielt. Ja, und hier waren wir im Landschulheim. Ja, da konnte ich zuerst gar nicht einschlafen, aber dann bin ich doch eingeschlafen. Hier sind wir im Wald. So, jetzt schauen wir mal deinen an. Ach, lass uns das ein anderes Mal machen. Lass uns lieber Vater, Mutter, Kind spielen, ja? Das können wir ab morgen nicht mehr im Kindergarten spielen. Ja, stimmt. Dann bin ich heute die Mutter, okay? Na gut. Machst du uns was zu essen? Wir haben einen Bärenhunger. Ja, mache ich, aber das dauert. Gehst du so lange mal mit unserem Kind spielen? Was gibt es denn zu essen? Was Gesundes, Gemüseeintopf. Ih, Gemüse. Was heißt denn hier Ii? Gemüse ist doch nicht Ii. Gemüse ist sehr gesund. Vor allem für unser Kind. Das braucht viele Vitamine zum Wachsen. Na, hast du etwa Angst? Lass mich in Ruhe, Heinrich. Ja, doch. Kinder, räumt bitte das Spielzeug auf. Wir wollen gleich Mittag essen. Was gibt's denn heute zu essen, Susanne? Heute gibt es Pfannkuchen mit Apfelmus. Lecker, mein Lieblingsessen. Meins auch. Und meins auch. Das weiß ich doch. Deshalb habe ich das auch für heute bestellt. An eurem letzten Kindergartentag sollte es etwas ganz Leckeres geben. Susanne, kannst du bitte kommen? Ich bin fertig. Ich komme, Hanna. Hehehe, so ein letzter Streich im Kindergarten muss doch auch sein. Oh, die Ordner sind schon weggeräumt. Das ist ja schön. Nach dem Mittagessen. War das lecker. Wer fertig ist, räumt bitte seinen Teller auf den Geschirrwagen. Und dann könnt ihr mal gucken, ob eure Eltern schon da sind. Kurze Zeit später. Liebe Kinder, liebe Eltern,
Nun ist es soweit. Der letzte Kindergartentag für unsere Schulkinder ist heute zu Ende. Wir werden die Kinder sehr vermissen und würden uns freuen, wenn sie uns in den Ferien besuchen kommen. Liebe Kinder, ich wünsche euch viel Spaß in der Schule, viele neue Freunde und seid immer schön fleißig. Und jetzt lernt ihr fliegen, weil wir euch jetzt rausschmeißen. Wow, ich wollte schon immer mal fliegen. Aber vorher bekommt ihr noch eure Ordner als schönes Andenken an die Kindergartenzeit. Nanu, wo sind denn die Ordner hin? Kinder? Heinrich, hast du etwas damit zu tun? Ich doch nicht, niemals. Na dann müssen wir sie erst suchen. Ich hab einen gefunden. Ich auch. Prima. Ich hab auch einen. Hier ist auch einer. So, die Ordner sind alle wieder da. Sehr schön. Hier, Luisa, dein Ordner. Bitte, Greta, dein Ordner. Danke. Das ist deiner, Laura. Danke. Und das ist deiner, Heinrich. Bitte sehr. Danke. Na, Heinrich, bist du bereit? Ja, ich bin bereit, aber ich bin noch ein bisschen traurig. Mir hat's echt gut gefallen bei euch im Kindergarten. Wie alt bist du? Hä, das wisst ihr doch, ich bin 6. Alles klar. Dann zählen wir bis 6. 1. 2. Ich will nicht. 3. Ich bin so traurig. 4. Nein, nein. 5. 6. Und raus mit dir. Laura, du bist die Nächste. Wie alt bist du? Ich bin 5. Okay, dann zählen wir bis 5. 1, 2, 3, 4 und 5. Und raus mit dir. Als Nächstes kommt Greta. Greta, wie alt bist du? 6. Gut, dann zählen wir bis 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und raus mit dir. Mein kleines Mädchen. Nun haben wir alle Schulis rausgeworfen. Jetzt haben wir Platz für neue Kinder. Und was ist mit uns Eltern? Wir müssen doch auch rausgeworfen werden. Schließlich kommen wir auch nicht mehr hierher. Na, wenn Sie unbedingt wollen, Sie können wir natürlich auch rauswerfen. Oh Mann, sind Sie schwer. Was soll denn das heißen? Kinder, helft mir mal. Yippie, war das cool. Mein Ranzen ist so schön, ich mag ihn gar nicht mehr absetzen. Musst du aber, spätestens zum Schlafen. Ja, zum Schlafen setze ich ihn kurz ab. Anna, findest du meinen Ranzen auch so schön? Ja, der ist schon toll. Ich freue mich schon auf meine Einschulung. Das Schönste an der Einschulung ist aber die Schultüte. Wie wird deine denn aussehen? Auf jeden Fall türkis. Aber so genau weiß ich das noch nicht. Mama wollte sie bald basteln. Na, ihr zwei, was treibt ihr hier? Wir reden über meine Schultüte. Wann bastelst du die, Mama? Ich wollte morgen das Material dafür kaufen und am Wochenende damit anfangen. Kannst du überhaupt eine Schultüte selbst basteln, Mama? Natürlich kann Mama das. Sie hat meine damals auch gebastelt und sie war wunderschön. Echt, Mama? Ja, ich denke, ich bekomme das hin. Hallo. Hallo, kann ich Ihnen behilflich sein? Ja, gerne. Ich möchte gerne eine Schultüte basteln und brauche dafür Fotokarton in Türkis, Moosgummi in Türkis und weißes Krepppapier. Gerne, ich hole Ihnen die Sachen. So, das macht dann alles zusammen 12,34 Euro. Bitte. Dankeschön. Und hier ist noch Ihr Wechselgeld. Ein paar Tage später liegt Victoria im Bett und ist krank. Sie hat Fieber. Du bastelst heute meine Schultüte, oder Mama? Kann ich dir dabei helfen? Oh, meine Mädchen. Mama, was ist mit dir? Ich fühle mich gar nicht gut. Mir tut alles weh. Oh je, meine arme Mama. So kannst du meine Schultüte nicht basteln. Nein, Mäuschen. Ich kann mich kaum bewegen. Was ist los? Was ist mit dir, Victoria? Mama ist krank. Oh nein. Und sie kann meine Schultüte nicht basteln. Aber wir brauchen sie doch bald. Schultüte? Das ist doch kinderleicht zu basteln. Alles kein Problem. Wie soll sie denn aussehen? Auf jeden Fall türkis. Okay, dann muss ich aber vorher erstmal in den Bastelladen. Nein, ich habe doch schon alles besorgt. Es liegt alles im Wohnzimmerschrank. Noch besser, dann mache ich mich gleich mal ans Werk. Wäre doch gelacht, wenn ich das nicht hinbekomme.
meinst du, Papa kriegt das hin? Er kann doch nicht basteln. Basteln ist nicht so seine Stärke. Aber vielleicht kriegt er das hin. Wir werden sehen. Okay, Mama. Dann lassen wir dich jetzt schlafen. Wenn du was brauchst, sag uns Bescheid. Danke, meine Mädchen. So, dann wollen wir mal. So schwer kann das ja nicht sein. Das wäre doch gelacht, wenn ich das nicht hinkriege. Also zuerst muss ich das Papier zuschneiden. So, jetzt zu einem Kegel formen und zusammenkleben. Ach Mist, ich hab den Kleber vergessen. Ach, geh schon, nun kleb schon zusammen. So ein Klebemist aber auch. Verflixt und zugenäht, wieso hält das denn nicht? Das müsste gehen. Jetzt noch das Krepppapier drum machen. Ist doch eigentlich gar nicht so schwer, so eine Schultüte zu basteln. Aber irgendwie wird es nicht halten. Ich glaube, ich muss noch mit Tesafilm nachhelfen. Und Papa, bist du schon fertig? Greta, du hast mich aber erschreckt. Warte doch bitte ab, ich wollte dich damit überraschen. Mann, es ist voll gemein. Du bist voll hässlich. Hä, was ist denn da los? Greta, was ist los? Nix ist los, nix. Aber irgendwas ist doch. Du weinst doch nicht ohne Grund. Es ist alles total blöd und gemein. Was meinst du denn? Anna, das möchte ich nicht sagen. Das ist zu schlimm. Mensch, Greta, es kann doch nicht so schlimm sein. Doch, Anna, doch. Tada, sie ist fertig. Und gefällt sie euch? Papa, ist das dein Ernst? Hä, wieso? Die ist doch gut. Man kann viel reintun und die Farbe ist wie gewünscht. Gut, die Schleife ist nicht so toll. Aber ich habe keine bessere gefunden. Die Schleife können wir aber nochmal tauschen. Das ist gar kein Problem. Papa, damit kann ich doch nicht zur Schule gehen. Die anderen Kinder lachen mich doch nur aus. Ach, Greta, die anderen Kinder können dir doch egal sein. Sind sie aber nicht. Mama! Was ist denn, Greta? Papa hat die Schultüte gebastelt und sie ist total hässlich und krumm und schief. Warte, ich komme. Wo ist denn das gute Stück? Hier ist das gute Stück. Um Gottes Willen, Peter, damit wolltest du sie in die Schule schicken? Warum denn nicht? Die ist mir doch gut gelungen. Greta, keine Panik. Ich werde dir eine neue machen. Etwas Zeit haben wir ja noch. Aber heute bin ich zu schwach. Ich werde es morgen versuchen, okay? Und Papa hilft mir, falls er irgendwann nochmal eine basteln muss. Hä, wieso nochmal? Wir haben doch nur zwei Kinder. Vielleicht für deine Enkelkinder oder so. Na, die werden sich bedanken, wenn die Schultüte dann genauso krumm und schief ist. Ja, okay, ihr habt recht. Ich dachte, ich könnte so eine Schultüte ganz einfach basteln. Aber es ist doch etwas schwerer, als ich gedacht hatte. Aber eine Idee habe ich da noch. So, auf geht's. Ach, hallo Peter, was für eine Überraschung. Mit dir habe ich gar nicht gerechnet. Du musst mir ganz dringend helfen. Gerne, wobei denn? Victoria ist krank und Gretas Schultüte muss fertig gemacht werden. Also ich habe es zu Hause schon versucht, aber das ist so ziemlich in die Hose gegangen. Das kann ich mir vorstellen. Was soll denn das jetzt heißen? Naja, du warst in der Schule nicht immer der Beste beim Basteln, um es nett zu formulieren. Kann sein, dafür konnte ich aber andere Sachen gut. Ja, jeder hat so seine eigenen Talente. Niemand ist in allem perfekt. Komm, lass uns an die Arbeit machen. Dann fangen wir mal an. Greta mag doch mehr Jungfrauen, oder? Und wie? Halt mal hier. Jetzt das hier ausschneiden. Das klebst du hier drauf. Und schreib mal ihren Namen schön hin. Ach nee, lass mich das lieber machen. Ich klebe das hier schon dran. Ja, mach das. Nach 2 Stunden. Wir sind fertig. Ja, das sind wir. Danke, Mama, da hast du mir wirklich sehr geholfen. Greta wird sich bestimmt total freuen. Na dann husch schnell nach Hause und überrasch die kleine Maus. Das mache ich. Ich bin mal gespannt, was sie sagt. Na, Bello, willst du raus? Papa, wo warst du so lange? Ach, ich war beim besten kostenlosen Bastelworkshop, den es gibt. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Wo gibt es denn sowas? Tja, ich habe halt so meine Quellen. Wo ist denn eigentlich Greta? Im Wohnzimmer. Greta, schau mal, was ich hier habe. Ist das meine Schultüte? Nee, ich glaube, das ist ein türkiser Besen. Papa, danke schön. Wie hast du denn das gemacht? Tja, das bleibt mein Geheimnis und wird auch niemals verraten. Oh, Papa, die ist mega cool. Danke schön. Dann kämme ich dich jetzt und mach dir eine schöne Schleife rein, okay? Ist gut. Ich kann es kaum
nur warten und bin so aufgeregt, Mama. Das glaube ich dir. Ich bin auch total aufgeregt. Das ist dein großer Tag heute. Mein kleines Mädchen wird zum Schulkind. Wie klein bin ich doch schon lange nicht, Mama. Ja, ja, ich weiß. Na, seid ihr fertig? Fast. Hä? Peter, wie siehst du denn aus? Wieso? Ist doch schick, oder nicht? Ein bisschen zu schick, Papa. Findet ihr? Ja, bitte zieh dir was anderes an. Aber heute ist doch ein besonderer Tag. Ja, das ist er. Trotzdem bist du nicht passend angezogen. Okay, dann suche ich mir halt was anderes raus. Hä, nicht passend angezogen? Als ob. 5 Minuten später. Und, ist das jetzt besser? Was ist denn jetzt schon wieder? Warum lachst du denn? Nee, Fasching haben wir noch nicht. Oh Mann, schon wieder falsch? Ja. Okay, einmal versuche ich's noch. 2 Minuten später. Also so gehe ich jetzt aber. Bitte nicht. Was ist denn daran so verkehrt? Ich komme aus Bayern, das ist meine Tradition. Heute ist Gretas Einschulung. Sie steht im Mittelpunkt, nicht du, Peter. Ist ja gut, ich hab's verstanden. Geh ich mir mal was Langweiliges anziehen. Jetzt siehst du gut aus, Papa. Aber ich sehe aus wie immer. Das ist halt am besten. Komm, wir machen schon mal ein paar Erinnerungsfotos. Mit meiner Schultüte? Natürlich mit deiner Schultüte. Oh, das sind bestimmt Oma und Opa. Na, Greta, bist du schon doll aufgeregt? Oh ja. Und wie findest du deine Schultüte? Die ist total super. Das hat Papa echt gut hingekriegt. Ja, das stimmt. So, Greta, einmal lächeln. Hallo, liebe Kinder, Eltern, Großeltern, Geschwister, Tanten und Onkels. Wir heißen Sie herzlich willkommen in unserer Grundschule. Die Kinder haben lange auf diesen Tag hingefiebert. Nun endlich ist er da. Der Tag ihrer Einschulung. Kennen Sie die Geschichte vom kleinen Kasper, den ich lesen und schreiben konnte und der sich dafür furchtbar schämte und sich zu Hause versteckte? Manche kennen die Geschichte, aber für die, die sie nicht kennen, erzähle ich sie jetzt mal. Wann kommt denn der Papa endlich? Ich weiß es nicht, Luisa. Er wollte schon längst hier sein. Ich bin so traurig. Mein Papa kommt einfach nicht. Warum bist du so traurig? Ach, mein Papa wollte auch zu meiner Einschulung kommen und jetzt ist er einfach nicht da. Oh je, er kommt bestimmt gleich. Sei nicht traurig. Er hat es mir aber fest versprochen. Papa, das ist sehr traurig, dass der Papa von Lisa nicht kommt. Ja, vielleicht steht er im Stau oder so. Er ist bestimmt schon auf dem Weg. Ich würde auch so traurig sein wie Lisa, wenn du nicht dabei wärst. Ich bin doch aber da und der Papa von Lisa kommt bestimmt auch noch rechtzeitig. Du, Victoria? Ja? Irgendwie rebelliert mein Magen. Ich muss mal schnell für große Königstiger. Ja, aber mach schnell. Ja, ich beeil mich. Greta, ich müsste mal dringend auf die Toilette. Ich bin gleich wieder da. Komm aber schnell wieder. Natürlich, versprochen. Oh mein Gott, das hätte ich aber nicht länger ausgehalten. Schnell die Hände waschen und dann ab in den Saal. Hä, was ist denn jetzt los? Wieso klemmt denn die Tür? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Wie komme ich denn hier raus? Da oben ist Glas. Rüberklettern wird wohl nichts. Also in meiner Schule damals konnte man unter der Tür durchklettern. Geht hier aber auch nicht. So ein Schlamassel. Los, Peter, denk nach. Denk nach. Und nun werden wir die Kinder aufrufen und ihr geht dann mit eurer Klassenlehrerin in den Klassenraum. Die Eltern können gerne nachkommen. Sehr witzig, Eltern nachkommen. Wie denn, wenn die Tür klemmt? Ben Kaulitz? Na super, jetzt beeilt sie sich auch noch. Jetzt kann ich keine Zeit mehr verlieren. Ich muss die Tür kaputt machen. Mir bleibt ja nichts anderes übrig. Oh, zweiter Versuch, jetzt schaffe ich's. Oh. Na toll, jetzt tut meine Schulter schon weh. Nochmal. Oh. Geschafft, jetzt aber schnell zu Greta. Wo bleibt denn Papa? Keine Ahnung. Er wollte doch nur schnell auf Toilette. Oh, Papa, endlich bist du da. Entschuldige, Kleine, ich stand im Stau. Ich bin so froh. Mein Papa soll jetzt aber auch kommen. Heinrich Fuchs? Puh, Papa, da bist du ja. Wo warst du denn so lange? Ach, das ist eine lange Geschichte. Jetzt bin ich ja da. Greta Jansen? Oh, das bin ich. Ja, Greta, geh schon hin.
Laura Tietz. Hallo Kinder. Hallo Frau Zackenzahn. Könnt ihr euch noch an Kiki erinnern? Hallo Kiki. Kiki ist ein bisschen nervös heute, aber sie freut sich schon, dass sie mit euch zusammen lesen und schreiben lernen wird. Nicht wahr, Kiki? Ich weiß nicht so recht. Was weißt du denn nicht? Ich habe ein bisschen Angst vor den ganzen Kindern. Ich kenne sie alle nicht. Ach, weißt du was? Den Kindern geht es bestimmt genauso. Wir machen jetzt ein Kennenlernspiel und lernen uns alle kennen. Und dann brauchst du auch keine Angst mehr zu haben. Ich werfe jetzt den Ball und wer ihn fängt, sagt uns seinen Namen und wirft den Ball jemand anderem zu. Also los! Ich bin Heinrich. Ich bin Luisa. Ich bin Greta. Ich bin Ben. Und wer bist du? Ich bin der Jan. Ich bin Heinrich, das habt ihr bestimmt schon mitbekommen. Einer war ja noch gar nicht aus unserer Klasse dran. Kiki. Und Kiki, fühlst du dich jetzt besser? Ja, etwas. Aber ich habe noch vor etwas Angst. Ja? Vor was denn? Davor, dass ich nicht alle Buchstaben und Zahlen kann. Das ist mir so unangenehm. Mensch, Kiki, deshalb bist du doch in der Schule mit den anderen Kindern. Zusammen werden wir das lernen, aber auch sehr viel Spaß miteinander haben. Oh, Spaß klingt super. Na siehst du, Angst muss niemand in der Schule haben. Und wenn dir doch mal was auf dem Herzen liegt, kommst du einfach zu mir. Und das gilt auch für euch Kinder, ja? Ja! Meine Lehrerin ist so toll. Ich freue mich schon auf die Schule. Sie ist wirklich toll und Kiki erst. Ja, Kiki ist süß. Wir freuen uns mit dir, Greta. Und jetzt gehen wir lecker essen. Geht dir schon mal vor, ich muss noch was erledigen. Okay, mach das, Peter. Das gibt's doch nicht. Das Schloss ist kaputt. Das war doch vorhin noch heile. Das muss jemand kaputt gemacht haben. Es ist doch nicht wahr. Frau Müller? Ja? Ja, also es ist so, es ist mir etwas unangenehm. Das mit der Tür, das war meine Schuld. Bitte was? Wie ist Ihr Name? Regen Sie sich doch bitte nicht so auf. Ich werde am Wochenende natürlich die Tür selbstverständlich reparieren. Na, das ist ja auch das Mindeste. Peter, es ist Gretas erster Schultag und du machst schon Ärger? Ich und Ärger? Niemals! Na, das kann ja noch heiter werden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben und vergesst uns nicht kostenlos zu abonnieren. Falls ihr es noch nicht wisst, wir sind jetzt auch auf Instagram. Wenn ihr vorab schon mal ein Foto sehen wollt vom neuen Video, dann lasst auf Instagram ein Abo, Familie_Jansen. Dann seht ihr kostenlos schon mal ein Bild vorab vom Video. Also, bis nächste Woche. Tschüss.